Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Oh, wow! Das ist eine wunderschöne DVD, die mein geschätzter Kollege hier auf YouTube gerade vorstellt. Und ich glaube, dass diese DVD, die er hier hat, ich auch gerne haben wollen würde. Das ist wahrscheinlich die freieste, aber womöglich auch die einzige Interpretation der bekanntesten Szene aus Harry und Sally, die hier auf YouTube zulässig ist, ohne dass das Video sofort demonetarisiert wird. Ja, wir kennen natürlich das bekannte Gestöhne von Meg Ryan, beziehungsweise einige andere Sequenzen aus der absoluten Kultkomödie Harry und Sally, einer der Filme, die sogar für mich als jemand, der von romantischen Komödien grundsätzlich gar nichts haltet, zumindest irgendwie einen nostalgischen Charme hat, obwohl ich zugeben muss, den Film jetzt schon wahnsinnig lange nicht mehr gesehen zu haben. Deswegen ist eine Neuauflage im Mediabook von Cape Light natürlich ein perfekter Anlass, um dieses Versäumnis nachzuholen. Vor allem, weil Cape Light ja auch bei diesem Film gerade nicht nur The Extra Mile, sondern auch The Extra Pixels gegangen ist und diesen Film als limitiertes 4K UHD Mediabook veröffentlicht hat, nämlich sogar weltweit. Erstmals in 4K. Da können wir mal gleich einen Blick auf das Backcover werfen. Da bekommen wir standardmäßig die Informationen rund um diesen Release. Ein paar Bildausschnitte. Die Bedienungsanleitung, wie wir eine 4K in den Player schieben, beziehungsweise können wir dann einmal einen Blick auf das schauen wir zuerst einmal auf dieses Cape Light Mediabook Regal, da haben wir ja mittlerweile auch schon diverse neue Titel dazu bekommen und das Ganze wird bald auch bei dieser Cape Light Regalversion hier auf diesem Backcoverblatt hier ein bisschen neu gestaltet werden müssen. Bin gespannt, was sie sich diesmal einfallen lassen, aber wir werfen hier einen Blick auf das Cover-Artwork. Das bietet in dem Fall einen Rahmen und ist innerhalb von dem Rahmen allerdings nicht ganz in Weiß, sondern eher in so einer Art Eierschalenfarbe gehalten. Das ist ja auch dasselbe Motiv, das wir damals bereits als altes deutsches Kinoplakatmotiv des Films gesehen haben, wobei es da mit ein bisschen einem Farbverlauf von Blau und Orange ausgestattet war. Man muss aber sagen, dass der Film auf den ganzen DVD und bis bisherigen Blu-ray-Auflagen von 20th Century Fox direkt wirklich grauenhafte, zwangsmodernisierte Cover-Artworks geboten hat, die mit der eigentlichen Ästhetik des Films rein gar nichts zu tun haben. Natürlich ist das auch ein sehr bekanntes Motiv, das wir in anderen Ländern bekommen haben, überraschenderweise eben auch mit sehr vielen alternativen Hintergründen und Hintergrundfarben aus Frankreich, aus Amerika natürlich und sogar aus Israel. Habe ich hier in der IMDb Plakatversionen gesehen, die eben jenes Motiv nützen, eben mit unterschiedlichen Hintergründen. Ich finde, dass das eigentlich hier auf dem Mediabook recht schön aufbereitet wurde. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt gegen diesen Rahmen, nachdem zumindest einzelne Elemente hier aus diesem Motiv und aus diesem Rahmen wieder rausfahren. Muss allerdings sagen, dass es natürlich nicht mein Stil von spektakulärem Cover-Artwork ist, wobei man natürlich auch ergänzen muss, dass mein Stil von spektakulärem Cover-Artwork zu diesem Film überhaupt nicht gepasst hätte. Hier ist dann übrigens das Szenenbild, das als zweites großes bekanntes Cover-Artwork von dem Film verwendet wurde, eben bereits bei der deutschen DVD war das mit drauf, wobei interessanterweise Meg Ryans Charakter, wobei es scheinbar andere Sequenzen gibt, weil Meg Ryans Charakter auf der DVD von MCP zum Beispiel einen Hut trägt, auf dem Cover von MGM war das Motiv genauso wie hier. Bei anderen Blu-ray-Artworks wurden dann teilweise eben andere Hintergründe hier dazu gedichtet. Es ist auch durchaus spannend und demnach natürlich auch eine perfekte Wahl für das entsprechende Backcover. Wir werfen dann einmal einen Blick ins Innere, da wartet auf der linken Seite die Triple Layer UHD 100 mit dem Film in 4K auf uns, wobei Cape Light auch bei diesem Titel wieder eines dieser wundervollen durchgehenden
Motive geschaffen hat, wo eben das Innenartwork des Mediabooks auf die Disc hier übergeht und sich diese demnach nahtlos in das Design eingliedert, was ich persönlich einfach genial finde. Und auf der rechten Seite hat man quasi genau dasselbe System gemacht. Man hat sich's nur zugegebenermaßen ein bisschen leichter gemacht, indem man hier lediglich auf dem Backcover vom Booklet ein kleines Motiv anbietet und auf der rechten Seite dann eigentlich nur dieses, kann man sagen, Dunkelbordeaux als weiteren Farbverlauf anbietet und eben die Disc hier eingegliedert hat. Zwischen den beiden Discs gibt es natürlich Mediabook typisch einen Text, geschrieben von Jenny Jecke, die sich eben hier in ihrem Text auf eben die Rom-Com generell betrifft und dabei scheinbar ein bisschen einen Abriss über die Genregeschichte beziehungsweise natürlich ganz besonders Harry und Sally darstellt. Hier eben so, also nicht das, aber in derselben Pose wie hier gibt's eben auch mit Hut dieses Motiv auf dem MCP-Cover. Dazu muss man sagen, dass das Ganze von Capelet in dem Fall natürlich ein bisschen zurückhaltend, passend zum Film, eben einfach und unspektakulär gestaltet wurde, dass das Artwork aber, finde ich, trotzdem als gelungen bezeichnet werden kann und dass das Mediabook auf jeden Fall hochwertig verarbeitet wurde.